Ein Jahr Militärdiktatur in Myanmar. Das bedeutet knapp 1.500 Tote und rund 11.500 politische Gefangene. Unzählige müssen sich verstecken oder fliehen nach Thailand. ထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအပါဝင်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းဝရမ်းထုတ်ခြင်းကြောင့်ထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေရတဲ့အလို့သမားတွေလည်းရှိပါတယ်ထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေရတဲ့အလို့သမားတွေမှာစားရင်းမြေထက်ခဲများဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့သွေးချင်းညီကုံမောင်နှမများနဲ့တမကညီနောင်အပေါင်းတို့ကကျမတို့မြန်မာပြည်ကအလို့သမားတွေကိုသွေးစည်းညီညွတ်မှုဖြင့်ကူညီပေးဖို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်Das Militär geht immer brutaler vor. Gegen politische Gegner, gegen ethnische Minderheiten, gegen nicht-binäre oder Transpersonen, gegen Frauen. Sexualisierte Gewalt ist ein alltägliches Kriegsmittel der Junta gegen die Bevölkerung. Aber die Menschen dort kämpfen. Gegen die Diktatur, gegen das faschistische System und gegen die patriarchalen Strukturen, die das Militär wieder einführen will. Die Widerstandsbewegung braucht unsere Hilfe. 6ရက်နေ့မှာဆိုရင်လေရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ပြီးတော့တပိတ်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလုသမားတွေကအလုသမားတအူးတည်းမှာလဲကျမကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့အလုသမားတမကတွေကျမတို့အလုသမားတွေသာဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးအလုကိုမလုံနိုင်ခဲ့ရပါဘူးနော်စစ်ကောက်စီကလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာဝေရောက်ပြီးရောလိုက်နံဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရန်ထုတ်တာလေးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုအခြေအနေကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေမှာအလုလက်မဲ့တွေကျမတို့အလုသမားတွေကကြုံတွေ့နေရပါတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်မဲ့အလုလက်မဲ့တွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲကျမတို့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ကိုအလုသမားတွေကပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာကပေါ့နော်ဒီအခုနိုင်ငံတကာကတမကတွေအဲပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကပေါ့နော်သွေးစည်းညီညွတ်မှုလည်းပေါ့နော်အားပေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းအကူအညီပေးဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင် In den vergangenen 10 Jahren hatte Myanmar sich geöffnet, nachdem es schon vorher viele Jahrzehnte unter der Junta verbracht hatte. Aber die Demokratiebewegung hatte sich gewehrt und das tut sie jetzt wieder. Entschlossener denn je. Mit verschiedenen Generalstreiks hat die Zivilbevölkerung versucht, die Militärs zum Aufgeben zu bewegen. NäherInnen, BusfahrerInnen, ÄrztInnen und auch Regierungsangestellte haben im vergangenen Jahr ihre Arbeit niedergelegt. Viele zahlen ihre Stromrechnung und Steuern nicht mehr, denn sie wollen der Junta kein Geld geben. Geld, mit dem sie am Ende ihre grausamen Angriffe auf die Bevölkerung in Myanmar finanziert. Mit der sogenannten Blood Money Campaign versuchen die InitiatorInnen darauf aufmerksam zu machen, dass internationale Unternehmen wie Chevron oder Total Energies mit ihren Öl- und Gasgeschäften eine der wichtigsten Finanzquellen für das Militär sind. Aber auch Klamottenfirmen wie Adidas stehen in der Kritik, da sie nach wie vor in dem Land produzieren lassen und auch damit das Militär unterstützen. Auch wir von der FAU und der IBW als Teil der Internationalen Konföderation der ArbeiterInnen, also IKA, versuchen den Freiheitskampf unserer GenossInnen von der Federation of General Workers Myanmar zu unterstützen. Die Basisgewerkschaft hatte sich nach dem Putsch im vergangenen Jahr ebenfalls der Widerstandsbewegung angeschlossen. Mit verschiedenen Soli-Aktionen haben wir versucht, auf ihren Kampf aufmerksam zu machen und involvierte Unternehmen unter Druck zu setzen. Und jetzt brauchen sie vor Ort dringend Geld. Geld für Safe Houses, Geld für Essen, Geld für Plakate, Flyer und Transpis. Denn viele mussten in den Untergrund gehen oder haben ihre Jobs verloren und brauchen nun Geld, um zu überleben. Und damit sie den Kampf gegen das Militär weiterführen können. Deshalb brauchen wir jetzt eure Solidarität. ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်စနစ်တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့တပိတ်ကူးဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာနာရှင်ကနေပြီးတော့ဖာဝရထုတ်ခဲ့တဲ့လူသမားတွေရှိသလိုဖန်စီတောင်ချက်ခံရတဲ့လူသမားတွေရှိပါတယ်ဖာဝရထုတ်ခံတဲ့ထပ်ပြီးတိတ်ရှောက်နေတဲ့လူသမားတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရတဲ့နေရာမှာဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ရင်းနဲ့ကကဲမုံမုံရေးဆိုင်နေရပါတယ်အဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့စာရေးနေပြဿနာအရေးကြီးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးနေပြဿနာတို့ကလေးအရင်ကလူအချက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ချုပ်တွေနိုင်ငံတကာလူသမားတူးဆင်းညီမှုတမကအဖွဲ့တွေနေတဲ့လူသမားတွေကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝအပေါ်ဝင်နေစာရေးနေပြဿနာတွေSpendet für das Civil Disobedience Movement, die Widerstandsbewegung in Myanmar. Mit rund 140 Euro könnt ihr einen Monat lang eine sichere Unterkunft finanzieren. Und mit knapp 20 Euro kann sich eine Person eine ganze Woche lang mit Lebensmitteln versorgen.
Wenn ihr also noch ein bisschen Weihnachtsgeld übrig habt, unterstützt den antifaschistischen Kampf gegen die Junta in Myanmar. United Against the Junta.